Hi, herzlich willkommen bei Happy Camping und oder so. Heute wieder mit mir. Ich bin Melli. So, erstmal herzliche Grüße an euch alle von der wunderschönen Insel Rügen. Da bin ich nämlich gerade im Urlaub. Es ist hier super heiß. Wir haben fast 30 Grad. Und ja, da kommt man gleich ins Schwitzen. Und dementsprechend braucht man eine Abkühlung. Klar könnte ich jetzt zur Ostsee gehen, aber selbst nach der Ostsee habe ich das Gefühl, mich abzuspülen. Und ja, natürlich gibt es hier Waschhäuser, definitiv. Es gibt hier Duschen, gibt es alles, kann man alles machen. Aber manchmal möchte man sich ja einfach nur mal so kurz abspülen. Oder vielleicht auch die Hundebesitzer unter euch, wenn euer Hund so richtig dreckig ist, mal ein bisschen die Pfoten abspülen. Oder an die Surfer unter euch, einfach mal das Surfbrett vom Sand nochmal befreien, bevor man es vielleicht abtrocknet und einpackt, um weiterzufahren. Oder an die von euch, die gerne autark stehen und einfach die Wildnis lieben und so durch die Gegend fahren wollen und die nicht immer angewiesen sein wollen auf Duschen unterwegs, Hotels, Campingplätze und so weiter und so fort. An all diejenigen habe ich heute einen Tipp für euch, und zwar eine 12 Volt Campingdusche. Ich hatte mir nämlich überlegt, dadurch, dass ich ja mich im Surfen probiere, also im Wellenreiten, und dadurch, dass ich das Stand-Up-Paddling mache, dass ich gerne irgendwie eine Möglichkeit hätte, um mich mal abzuspülen und auch um mein Brett einfach mal abzuspülen und dabei nicht auf irgendwelche Strandduschen oder sowas angewiesen sein zu müssen. War das ein Satz? Ich glaube, das war ein Satz. Zumindest hatte ich dann mal geguckt, was es so auf dem Campingmarkt gibt. Und das bekannteste, glaube ich, sind diese Solarduschen, diese mit den schwarzen Beuteln und dem kleinen Schlauch dran und diesem kleinen Auslass, die man dann aufhängt, wo das Wasser sich erwärmt über den Tag und das Wasser dann da leicht rauspieselt. So, mein Problem ist aber, wenn ich wirklich meine Haare, und ich habe einfach ein bisschen längere Haare, wirklich abspülen möchte, dann reicht dieses rauströpfelnde Wasser reicht bei mir nicht. Und deswegen habe ich nach einer Alternative geguckt und habe das hier gefunden. Und zwar ist das eine Solardusche. Keine Solardusche. Was erzähle ich? Eine 12-Volt-Dusche. Eine 12-Volt-Dusche, die man einfach an Zigarettenzünder anschließt und damit dann duscht. So, und jetzt war ich natürlich total gespannt, wie viel Wumms hat die. Ne? Die hat halt eine Tauchpumpe. Die kommt dann in euren Wasserbehälter rein, den ihr habt. Ich zeige euch gleich, welchen ich habe. Und dann hat sie halt den langen Schlauch. Können wir gleich mal messen, wie lang der ist. Und dann hat sie hier diesen Duschkopf. Da kann man auch noch hier hinten einstellen, ob er weit, also viel Wasser oder wenig Wasser. Ich habe es jetzt, glaube ich, auf, genau, ich habe es auf maximal gestellt gehabt. Einfach hau raus, ne? Und dann gibt es noch einen An- und Aus-Knopf, sodass du halt unter, wenn du unter der Dusche stehst, dass du es auch an- und ausmachen kannst, ohne dass du zu deinem Auto hinrennen musst und den Stecker ziehen musst. Nämlich den 12-Volt-Stecker für einen Zigarettenanzünder. So. Ich habe mir eine große schwarze Mülltonne geholt, also eine ganz, ganz leichte, billige aus Plastik, einfach schwarz, damit sie sich über den Tag erwärmt. Und eine mit einem Deckel, damit es zu ist, damit da jetzt keine Blätter reinrieseln. Kann man einfach so aufmachen. Zeige ich euch aber gleich, weil ich würde sagen, wir gehen jetzt mal einen Praxistest über. Bin jetzt aufgeregt. Ich habe noch nie wirklich mit der geduscht. Ich habe sie wirklich nur einmal in einem Eimer ausprobiert, ob sie geht oder ob ich sie zurückschicken muss. Von daher, Premiere, ich dusche das erste Mal mit meiner 12-Volt-Dusche und ihr seid dabei. Bis gleich. So, wie ihr seht, ich habe alles einmal hingelegt. Der Duschschlauch, die Pumpe und das Kabel zur 12-Volt-Steckdose gleich. Was ich eben vergessen habe, dabei ist noch so ein Gummisaugnapf, den man halt so an die Fenster bappen kann, oder wenn man irgendwie vielleicht mit einem Caddy oder einem Berlingo oder sowas unterwegs ist, kann man das auch an die Fensterscheiben machen. Und da kann man die Dusche einhängen. Und das hier, ehrlich gesagt, keine Ahnung, vielleicht kann man den Duschkopf da auch einhängen oder alternativ, wenn man irgendwie einen schwarzen Sack dabei hat, ne? Dass man den da ranhängt und an einem Baum hängt. Aber ich, naja, das geht auch. Doch, geht auch. Guck. Kann man auch so machen. Gut. Dann hatte ich ja gesagt, ich zeige euch einmal, welche Tonne ich mir gekauft habe. Ich habe die hier gekauft. Kostet, lass mich lügen, 10 Euro oder was? Und ist ganz, ganz leichtes Plastik. Also wirklich so super, super easy. Da habe ich jetzt mein Wasser drin. Seit heute Morgen. Und ja, unten ist es noch ein bisschen kühler, oben ist auf jeden Fall schon warm. Genau, und jetzt werde ich das Ganze einmal ankabeln, das heißt den
Stecker ins Kabel, den Stecker ins Auto stecken. Und genau, wir können ja hier schon einmal versuchen, das gemeinsam ranzubringen. Moment. So, guck mal. Warum gehört denn das so? Oh. Na, ob das hält, weiß ich nicht. Okay. Na gut, hält. Also wie ihr seht, ich habe es noch nicht gemessen. Ich habe ja gesagt, das mache ich aber noch. Oh, es rutscht. Oh, sie rutscht weiter. Oh, tschüss Dusche. Ja gut, vielleicht halte ich sie einfach fest. Mache ich. Gut, ich stöpsel das jetzt einmal alles an und dann gehen wir in Praxistest und gucken mal, wie viel Power diese Dusche hat. So, jetzt kommt der Praxistest. Ich habe es jetzt auch geschafft, dass die Dusche hält, einfach weil mein Fenster war dreckig. Und ich habe es jetzt sauber gemacht an der einen Stelle, habe es rangehangen und jetzt hält es. Die Stromzufuhr ist 4,90 Meter in etwa lang, also echt reell. Und der Wasserschlauch von der Tauchpumpe bis hoch sind 2 Meter. Mal gucken. So, mach an. Oh Gott. Hui. Cool. Das funktioniert ganz gut. Es funktioniert echt sehr, sehr gut. Lass mal gucken. Da fuhr gerade der nette Platzwart vorbei. Toll. Also hätte ich jetzt ein biologisch abbaubares Haarshampoo dabei, würde ich das auch benutzen. Habe ich aber ehrlich gesagt gerade nicht. Deswegen möchte ich hier gerade nicht die Umwelt damit belasten. So, also ich würde sagen, Praxistest bestanden. Die hat echt Wumms. Guckt. Super. Also ich finde es eine super Alternative, wenn man autark stehen möchte. Und es ist herrlich erfrischend. So, in diesem Sinne sage ich bis bald bei Happy Camping und oder so. Tschüss!